So, hallo, wir machen weiter. Bei Quatsch. Wollte ich nicht. Nicht Super Mario Maker. Cadence of Hyrule. Und letztes Mal haben wir nicht viel auf der Karte gemacht, aber den Tempel der Stürme haben wir wieder geklärt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Instrumente. Und ich glaube, es ist schon über 50% der Karte auf. Na, wobei, ich weiß nicht, das hier sind noch einige Flächen, die noch fehlen. Das hier ist Schloss Hyrule, haben wir festgestellt. Da gehe ich, denke ich, erst hin, wenn ich alle vier Instrumente habe. Eher bringt das sicherlich nichts. Und ich weiß auch nicht, ob wir wirklich die komplette Karte aufdecken oder ob wir einfach nur einmal durchspielen und dann überlegen, was wir noch machen. Müssen wir schauen, ne? Also, ob ich jetzt alle Herzteile sammle, das weiß ich nicht. Die sind ja teilweise einfach nur random verstreut und liegen einfach irgendwo rum zum Einsammeln. Ob man sie alle braucht, tatsächlich am Ende, wird sich zeigen. Jetzt räumen wir mal in der Gegend noch ein bisschen auf. So. Das war fast dumm. Oh nein! Ah, ich hab den verhauen. Schade. Egal. Dann gibt's halt nur einen Diamanten. So. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, ich weiß, wie ich da hochkomme. Da hat jetzt Angst, dass der explodiert, aber es ist okay gegangen. So, und jetzt kann ich doch. Muss ich den erst sprengen? Kann ich den sprengen? Na, nicht da! Nee! Jetzt sprengt der D. Du bist so eine Nussling. Jetzt ist der wieder. Jetzt ist der weg. Jetzt ist der weg. Ach, Link. Ich wollte eigentlich. Jetzt kann ich das trotzdem mal kurz testen. Kann ich den sprengen? Ich kann den gar nicht sprengen. Hey, dann weiß ich nicht, wie ich darüber kommen soll zu dieser Truhe. Hab keine Idee. Ich hatte erst gedacht, aber dann geht das nicht. Ha. Kriege hier keinen anderen Stein hin. Oh, das wollte ich nicht. Oh, nice. Naja, es ist ja nur eine Truhe, die nicht so wichtig ist. So, aber hier habe ich eine andere Truhe gesehen. Dann holen wir uns zumindest die. Nicht aufs Huhn! Nicht auf... Oh Gott, lass mich in Ruhe. Überlebt man den Angriff von den Hühnern? Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. Oder bleiben die jetzt die ganze Zeit hier über? Oder gehen die irgendwann wieder weg? Ich weiß es nicht. Sieht er schon kommen. Ganz klassisch wird man von Hühnern zerstört. Okay, die Hühner bleiben. No. Es tut mir leid. Was ist das denn? Du hast das Amulett der Teleportation erhalten. Noch nicht von dir aktivierte Shika-Steine werden nun auf der Karte angezeigt. Ah, cool. Okay. Einfach mal ein Amulett gefunden hier. Ja, ist ja in Ordnung. Hab's verstanden. Okay, es tut mir leid. Uff. So, aber ich weiß schon, wie ich den Stein da wieder herbekomme. Wobei ich dann immer noch nicht weiß, wie ich an die Truhe komme. Alles gut, dann lassen wir die Truhe hier einfach Truhe sein. Ist mir jetzt so blöd. Nee, muss ja nicht sein. Ah, ich sehe aber was anderes. Habe ich jetzt nicht auf der Karte geguckt, aber ich sehe da was anderes. Lass mich da rein. Oh boy. Der hat Bock.
Boy, ich wäre fast tot. Ich wäre jetzt fast gestorben, ne? Da ist er plötzlich einfach mal stark. Ja gut, nehmen wir mit. Aber das war es jetzt eigentlich wieder nicht wert. Kann ich mich schon wieder porten, weil jetzt sind die Blätter weg. Nein, die Blätter sind wieder da. Ach, weil ich in der Höhle war. Gut. Tak, 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 tak. So. Abflug. Ist trotzdem nicht, wie man da hochkommt. Ich dachte halt erst über so einen Block, aber hier, das müsste ja zwei hochgehen, der Block. Das reicht ja nicht. Hä? Kann ich die Steine hochporten, indem ich sowas hier mache? Nein, da geht er nur auf den hoch. Oh, und dann kann ich aber beide verschieben. Oh. Dann ist der 3 hoch jetzt. So, dann müsste der ja ausreichen, um, wenn ich jetzt hier hoch käme, wenn der Stein jetzt noch da wäre, was er halt nicht ist, dooferweise, weil ich doof bin. Aber ich kann den, glaube ich, wieder herholen, den Stein. Mit ein bisschen Geschick. Ja, 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 ich krieg den Stein wieder her. Es ist dann zwar nicht der Stein, aber es ist ja egal. Es ist dann halt ein anderer. Guck mal, jetzt so, zack. Jetzt komme ich hier hoch und jetzt bringt der mich rüber. Nice! Ja gut, das ist jetzt, ist jetzt eigentlich nicht der Ring, den ich wollte. Weil andere Sachen, die jetzt nicht verschleißen, aber ich will eigentlich gerade... Nee, der bringt mir nix. Nein. Ist okay. So, den Raum kennen wir auch schon aus der Demo. Sind wir oft genug gestorben. Und da haben wir in der Höhle haben wir von Dings was bekommen. Weiß ich noch. Von Dings. Von Cadence. Mal gucken, ob sie jetzt auch... Aber das, was wir damals von ihr bekommen haben, haben wir schon. Was wird sie uns denn jetzt geben? Was anderes! Mit Hilfe von Airline Schützwänden, dann probiert das hier mal aus. Bin ich eigentlich nicht, aber gib mir das. Eine Schildtechnik. Du hast die Fähigkeit Schildtechnik erlernt. Sie muss keinem Knopf zugewiesen werden. Link und Cadence können nun mit vorgehaltenem Schild angreifen, doch du solltest die Ausdauer im Auge. Aha! Zelda kann Nairos Umarmung über mehrere Beats hinweg aufrechterhalten. Gut, haben wir noch überhaupt nicht gemacht. Haben auch noch nie Zelda gespielt, anscheinend. Wie kann ich jetzt mit dem Schild angreifen? Man weiß es nicht so genau. Aber gut zu wissen. So. Da komme ich jetzt nicht rüber, ne? Doch, komme ich. Ich habe ja die Feder. Muss doch mit der Feder gehen. Oder geht es mit dem Stab? Warte. Ja, der reicht aus. Okay. Perfekt. Ach, so ging die Brücke. Die habe ich ganz... Ah, deswegen kam ich da nicht rüber, weil ich die noch nicht angewählt hatte. Weil ich doof bin. Ja, ja, ja. Natürlich. Ah, da ist mein Herzteil. Gut, dass wir hier hoch sind. Sehr gut, dass wir hier hoch sind. Das nehme ich mir doch sofort mit. So, der da unten... Oh, bringt gar nichts. Sah so verdächtig aus, aber dann nicht. Cool. So, jetzt kann ich hier rüber. Weil ich will da unten noch zu der Höhle kommen. Vorsichtig und räumen hier erst alles auf. Die Höhle da. Ach so. Hab ich schon wieder blöd gemacht. Ah.
Könnten wir schon wieder sonst wo hinweisen. Nee, habe ich nicht blöd gemacht. Alles gut. Ah nein, ich komme ja nicht. Okay, pass auf. Ach, das geht immer nur... Käse. Mache ich das denn dann? Da müsste ja vom Rand weg jetzt. Reicht es mit der Feder? Wir probieren es aus. Sonst hätte ich das anders machen müssen. So, pass auf. Ja, jetzt kommt der große Test. Hä? Es geht gar nicht mit der Feder. Ah, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ah, das war ja Quatsch. Okay, komm mal wieder mit. So. Das hat nicht funktioniert, wie ich wollte. Ich wollte aber in die Höhle da rein. Mist. Na gut, kann ich immer noch. Oh. Wie komme ich jetzt... Achso, den spreng ich einfach weg, ja? Ah, da komme ich auch nicht hoch. Wo ich denn jetzt da hoch? Ich habe das Gefühl, ich hätte mit den Steinen irgendwie was anderes machen können. Aber mit dem komme ich auch nicht weiter, weil der hier nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Hi. Tschüss. Und hauen wir mal alle Gegner weg. Auch wenn es eine echt große Ebene ist. Oh cool, ich kann die aus dem Wasser hinaus angreifen. Das war mir gar nicht bewusst. Roll! Hat nichts gebracht. Ach, nerv mich nicht. Ach, jetzt muss ich bis zum... Ah, das geht bis zum Todesberg. Oh no. Kommt da der Große wieder. Da habe ich ja gar keine Lust drauf. Ich will doch nur an die blöde Truhe da rankommen. Vor allem, warte mal, das ist doch dann wieder so ein Raum wie beim Hyliassee, der nicht abgeschlossen wird, wirklich. Richtig? Ich glaube, ja. Wie komme ich jetzt da hoch? Reicht hier die Feder jetzt vielleicht aus? Nein. Oh, das ist doch dumm. Was ist das eigentlich für ein Abgrund hier? Da kommt man gar nicht runter. Ah, ich hätte einfach die blöde Kiste hier hochschieben müssen. Das ist alles. Jetzt ist die da unten. Oh, ist das dumm. Oh. Ich krieg die auch nicht mehr da. Nicht mehr raus da jetzt. Oder mit einer Bombe. Warte mal. Pass auf. Nein, die verschiebt sich nicht mehr. Mist. Man hätte es auch mit so einem Sprung auf die Gegner hier machen können, ne? Ich weiß schon. Ist hier noch irgendwo was zum Verschieben? Dann gehen wir mal runter jetzt in Ruhe. So viele Gegner werden jetzt auch nicht mehr sein.
der Große ist da halt noch, der Ärger machen könnte. Das war blöd. Hallo? Oha. Komm her. Komm her. Ach Mann. Ist er mir nicht gefolgt, der doof. Easy. Da oben ist noch einer. Wenn sich die... Habe ich jetzt dahin? Ach so. Okay, jetzt haben wir wieder hier alles aufgeräumt. Die Situation hat man ja vorhin schon mal, ne? Aber ich fürchte halt, wenn ich jetzt wieder rausgehe und reingehe irgendwo, dann sind die wieder da. Das heißt, es nützt mir jetzt nichts. Weil ich nicht an die Dinger rankomme. Naja, ich muss jetzt hier wieder in die Höhle reingehen. Wo Cadence war. Aber mein Gott. Und ich glaube, dann sind die wieder da. Achso, ich habe gar nicht mit ihr geredet, ne? Mir noch was zu sagen. Ha, weiß ich schon. Weiß ich schon. Weiß ich schon. Ja, tschüss. Ja, das war meine Befürchtung. Aber gut, jetzt kann ich dann dafür die Gegner hier nutzen. Gut gemacht. Aber es sind nicht mehr alle da, es sind nur ganz wenige da. Bin ich denn zu... Oh, jetzt mache ich den kaputt, das ist natürlich auch wieder blöd. Ach, warte, wir machen das anders. Ich schiebe den jetzt mal ganz da an den Rand und dann mache ich einen Sprung über den Gegner. Das sollte hinhauen. Muss es nur timen. Dass der dann gerade da unten ist. Genau so. Na, endlich sind wir drüben. Mein Gott, hat das gedauert. Man glaubt es nicht. This better be worth it. Aber wenn das eine rote Truhe ist, glaube ich fast, dass es das nicht wert war. Gut, ich krieg Diamanten, aber... Was ist da drin? Ja, doch, okay, das kann man mal mitnehmen. Ist ja schon eine coole Waffe. So, aber jetzt muss ich irgendwie da hoch an die andere Truhe kommen. Ich mach mal den hier weg. Ich muss den Stein da hochschieben. Ach so, ja, Moment, das ist ja dann einfach. Dann haben wir's ja. Ah, nice. Gut. Neue Waffe, oder was? Kurzschwert. Obsidian Kurzschwert fügt einem Gegner direkt von dir je nach Beat-Kombo bis zu 3 Punkte Schaden zu. Okay. Aber das scheint jetzt wieder was zu sein, was bleibt. Es ist was nicht Vergängliches, ne? Okay, haben wir hier noch was? Ich hoffe nicht. Ich gehe jetzt jedenfalls. Kein Bock mehr auf die Gegend hier. Vor allem komme ich ja dann von hier anscheinend auch überhaupt nicht weiter. Sehe ich das richtig? Da oben ging es nicht nach links. Ja, hier ist Schluss. Das ist ein Gebiet in sich. So, die
haben wir diesen Dungeon hier? Ist da, haben wir da eine Treppe gefunden? Also nicht eine Treppe, aber Dings, haben wir da was gefunden? Ich bin mir da gerade echt unschlüssig. Wir haben hier die Höhle. Ja, welcher Raum ist das denn? Haben wir diese Treppe da? Ist das was, was wir gefunden haben? Eigentlich war doch hier unten so ein Ding. Und hier... Das sind zwei. Ich laufe das gleich nochmal ab. Ich bin gerade etwas verwirrt von... von dem, was ich da sehe. Ist hier noch irgendwo ein Loch oder sowas in der Wand? Oder ein Schmetterling auf irgendwas drauf? Nee, hier sehe ich nichts weiter. Also hier war eine Höhle. So. Aber wir haben zwei Treppen gesehen. Da muss noch woanders eine Höhle sein. Entweder zum selber sprengen oder weiß ich nicht. Ah, vielleicht hinter den Viechern. Nein, da ist nix. Da oben ist auch nix. Da sehe ich auch nix. Ist die Frage, ob unter den Viechern was sein kann. Muss ich die jetzt alle verschieben? Sick! Found it! Ich habe jetzt das Schwert ausgerüstet, ne? Das Obsidian-Kurzschwert. Es ist sicherlich nicht schlecht, aber ich möchte gerne meine Reichweite haben. Oh nein, das geht auf Zeit! Komm schon! Nice! Da war so eine Zeittruhe. Da. Oh Gott, meine Energie! Alter! Das war super knapp. Ich habe da gar nicht drauf geachtet wieder. Da muss eine ganz starke... War das eine ganz starke Spinne oder so? Aber nein, es war ein Herzteil. Also es war alles wert, was wir getan haben. Perfekt. Und dann gehen wir raus hier. Ja, der Raum interessiert mich nicht mehr. Kennen wir alles schon. Einfach raus. Sehr schön. Gut, dann... Können wir eigentlich hier weiter runter gehen mal? Hier ein bisschen am Strand weiter wursteln. Hier ist dann noch ein Dungeon. Und hier ist noch ein Dungeon. Ah, das sind die verlorenen Wälder. Ja, 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 alles klar. Da müssen wir erst irgendwie rausfinden, wie wir durch die verlorenen Wälder kommen. Das wissen wir noch nicht. Gut. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den Sidon aufwecke. Ich nenne ihn Sidon, weil es der Prinz von den Zoras ist und bei Breath of the Wild war es der Sidon. Hier war es wahrscheinlich nicht Sidon. Aber vielleicht gucken wir uns jetzt mal hier unten um. Moment, ist da auch noch ein Dungeon? Da ist auch noch ein Dungeon-Symbol. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ist da irgendwas kein Dungeon, was ich als Dungeon sehe? Das hier ist ein Dungeon. Das hier ist ein Dungeon. Das hier ist ein Dungeon. Ha. Und hier drüben ist was, wo ganz viele Symbole sind. Vielleicht gehen wir da jetzt mal hin. Also rechts, rechts. Links, links. Oh, da komme ich nicht hin. Haha, muss ich außenrum gehen. Gut, dann gehen wir außenrum. Oh, was ist das denn für eine Bank? Ich habe gerade keine Fackel. Können wir die mitnehmen? Nein, nicht wieder das Huhn angreifen.
Böse, böse. Nice. So, was ist das für eine Bank? Hä? Ist hier irgendwas auf der Karte? Da ist tatsächlich nichts auf der Karte. Es ist einfach nur da. Kann ich die sprengen? Nein. Das ist einfach nur da. Na gut, soll mir recht sein. Dann muss ich hier nichts machen. Dass der eine da so bewuchert ist, sagt anscheinend auch nichts. Okay, gehen wir eins hoch. Ah, Gegnerhöhle. Aber erstmal außenrum. Alles aufräumen. Oh boy. Mach ich schon wieder Quatsch, aber es läuft. Es läuft. Es läuft doch. So. Gut, das hier sieht wahnsinnig merkwürdig aus. Hui, und runter. Kann man mal machen. So, ist außer der Gegnerhöhle hier irgendwas? Nein. Scheint nicht so. Dann gehen wir da rein. Ich habe Angst. Hauptsache, mir rennt gleich kein Leune oder so in den Weg. Komm mit allem klar, solange... Was? Du hast Feuerpfeile erhalten. Ah, einfach Feuerpfeile gerade bekommen. Cool. Die werde ich ja dann auch jetzt als ewig behalten und einsammeln können, ne? Alles nur keine Leunen. Danke, das war's. Sehr gut. Au. Und wir haben ja gelernt, hier in solchen Höhlen kann man ordentlich buddeln und manche mal Sachen bekommen. Gibt es eigentlich was, die ganzen Fackeln anzuzünden? Nice! Und das ist gerade meine Ausdauerschaufel. Die gibt mir Ausdauer wieder, aber ich habe keine Ausdauer verbraucht. Was? Elektrische Angriffe. Ah, Schriftrolle. Aber wahrscheinlich habe ich die schon. Beim Kaufen sagt es mir, aber hier sagt es mir nicht. Da interessiert ihn das nicht. Noch eine Schriftrolle. Haben wir jetzt neue Schriftrollen mal bekommen? Ja, eine fehlt noch. Okay. Ich nutze die aber halt eh nicht irgendwie. Okay. Ja, mehr gibt es hier nicht zu tun, wa? Aber Feuerpfeile haben wir bekommen. Sehr schön. Denke mal, das war allein schon genug wert. Gut, ich wollte... Dahin wollte ich, nach links. Nach oben kann ich gar nicht, oder? Doch, kann ich auch, aber wir gehen das mal nach links. Oder gucken wir uns das im nächsten... Ne, den machen wir noch. Oh, das ist eine Feenquelle! Nice! Bei der letzten Feenquelle haben wir ja so Material bekommen für unsere Waffen. Wo ich noch gesagt habe, das mache ich erst, wenn ich bessere Waffen habe. Oh, komm mal her. Ich buddel mich einfach durch. So. Hi. Hallo und tschüss. So. Das Huhn lassen wir schön in Ruhe. Okay. Hier ist nichts weiter. Dann einmal in die Feenquelle. Da gibt es auch wieder Materialien, ja? Was macht das? Plus einen Schaden. Titanium. Nein. Und hier... Rhodonit. Was macht das? Energie... Kann ich nicht lesen. Egal. Mach mich gesund. Ich bin aber gesund. Danke. Ja, eben. Ich würde damit halt nach... Ich weiß halt nicht, ob die wiederkommen. Ne? Und wenn nicht, dann würde ich... Sämtliche Waffen. Oder kann man Waffen nur mit einer Sache veredeln? Das weiß ich halt auch nicht. Aber ich würde damit erstmal warten. Wobei, wenn ich mir das so angucke, und ich habe ja hier ein Obsidian-Kurzschwert, dann bekommt man ja teilweise die Dinger auch so. Ne? Also teilweise findet man ja auch Waffen, die schon veredelt sind.
Vielleicht finden wir dann ja auch solche Sachen noch. Aber ich könnte eigentlich, ganz ehrlich, den Speer plus einen Schaden. Ich wüsste halt gerne, ob das wiederkommt oder ob das nur einmalig ist. Weil dann würde ich gerne eine andere Waffe mit plus einen Schaden machen, weil ich was Stärkeres habe. Ah, ich traue mich nicht. Ich traue mich noch nicht. Nee, ich traue mich noch nicht. Gut. Gehen wir mal noch hier hoch. Ist das ein Leune? Hilfe, lass mich in Ruhe. Okay, das war ein Leune. Ich war etwas überfordert, aber der Leune anscheinend auch. Das finde ich okay. Ich weiß nicht, was da eingesperrt ist, aber wir lassen das erstmal da. So, schön auf die Energie gucken. Die wird nämlich gerade kritisch. Jetzt ist nur noch dieses komische Viech übrig. Muss ich vor dem Viech Angst haben? Ja! Das macht man mit Pfeil und Bogen. Komm her. Komm runter. Dankeschön. Uff. Nice! Mini-Bosse, die du noch nicht besiegt hast, wenn du auf der Karte angehst. Mini-Bosse? Ich habe doch überhaupt keine Mini-Bosse besiegt. Oder habe ich Mini-Bosse besiegt? Hier ist zum Beispiel ein Mini-Boss. Hier ist zum Beispiel ein Mini-Boss, wo ich schon war. What? Was ist das denn? Da ist ein Mini-Boss. Den ich dich... Keine Ahnung, was das ist. Schlüssel! Nice, nehme ich mit. Oh, das wollte ich nicht anzünden. So, holen wir uns mal die Truhe hier. Reflektiert ein Treffer. Wir haben eh gerade keinen Ring. Können wir mitnehmen. Ist hier sonst was? Ich sehe nichts. Ah, den Miniboss auf der einen Karte würde ich... Oh, Moment, Moment, Moment. Mich würde jetzt gerade erstmal... Na, wir gucken mal vorsichtig hoch. Gib mir Energie. Okay. Jetzt können wir den Raum machen. Und gib mir zwei Diamanten. Ey, wo ist der Nächste? Ah, da, ich sehe ihn. Da ist auch noch so einer. Nice. Alter, 1000 Rubine. WTF. Aber der wird doch jetzt die gleichen Tränke haben, oder? Sagt mir auch wieder in die Zukunft voraus. Will ich aber gar nicht. Nein. Dann ist wieder irgendwas markiert, was ich nicht will. Lass das. Ich hoffe, der wird mir nicht irgendwann vorhersagen, wo Dings ist. Wie der Weg durch den Wald geht. Das wäre doof. Da hätte ich keinen Bock drauf. Weil dann müsste ich mir die Zukunft vorhersagen lassen. So, einmal noch den Raum hier drüben abklären und dann hören wir auf. Oh ja, da gibt es nochmal ein bisschen Futter. Futter für den Speer. Tschüss. Da ist noch ein Pfeil. Aber wir sind eh voll. Oh! Gar nicht gesehen, dass hier ein Dings ist, aber hätte ich dann festgestellt gleich noch. Da ist irgendwas in der Ecke. Was ist das denn? Hilfe! Ich habe gerade einen Trank aufgebraucht, aber das ist okay.
Ach, das Ding spawnt neue Sachen. Yo, lass den Mist. Was bist du denn? Frech. Oha, aber wir können jetzt neue Tränke kaufen. Sichere Sofortbomben. Jetzt verstehe ich auch den Ring. Ah, das Ding war frech. Oh, nice. So, jetzt können wir uns gleich neue Tränke kaufen. Ei. Yay. Yay. Gut, dass wir die hatten. Jetzt wäre alles weg sonst. Ah, weil ich dumm bin einfach. Okay, lass uns noch ganz kurz kontrollieren, was dieser komische... Was ist mit diesem komischen... Oh, guck mal, wie viel da noch fehlt. Was ist mit diesem komischen Bosszeichen hier auf sich hat. Das irritiert mich. Und zwar komplett. Halt, wir holen uns erst das Herz hier. Wenn da ein Boss auf mich wartet, will ich da schon mit voller Energie hingehen. So, hier, ja? Hier fehlt... Ich sehe da was. Ich sehe da was. Da waren wir noch nicht drin, oder? Oh mein Gott, da ist wirklich ein Boss. Ja! Und zwar so ein Viech, aber das ist mit einem Schlag besiegt. Mit einem Schlag besiegt. Oi, 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 oi. Ah, sehr nice! Da findet man also auch solche Sachen. Du hast einen Eisstab erhalten. Schießt einen Eisball in Blickrichtung, abgefriert Gegner und fügt ihnen einen Punkt Schaden zu. Verbraucht wahrscheinlich sicher, ziemlich sicher Ausdauer. Gleich mal gucken. Na klar. Ach, das macht das gleiche wie die Dings. Wie die Magier. Cool. Gut. Also, haben wir ein neues Symbol auf der Karte, nämlich die Bosse. Die Mini-Bosse, die wir auch noch abfrühstücken müssen. Haben wir da jetzt noch mehr Räume, wo ich noch Bosse habe, die wir schon hatten? Also Räume, die wir schon hatten, wo noch Bosse sind? Hier zum Beispiel. Aber das ist auch die obere Hälfte vom Thylia-See, ne? Ne, es ist nicht. Das ist was anderes. Okay. Gehen wir da noch schnell hin? Komm, wir gehen da noch schnell hin. Hauen wir den auch noch weg. Jetzt muss ich erst wieder hier runterkommen. Aber hier wurschtel ich mich jetzt einfach mal schnell durch. So, das war hier drüben. Ach so. Dann ist das hier drin. Irgendwas ist gerade kaputt gegangen. Soll ich mich das jetzt trauen? Ja komm, wir haben ja Tränke. Wo ist denn hier der Boss bitte? Der kleine Drache da? Was bist du denn? Hä? Wie besiege ich den? Ja, okay, anscheinend ist er der Boss, aber... Ach so, ich spreng ihn einfach. Und bekomme einen Bumerang. Sick. Betäubt getroffene Gegner erfinden... Betäubt getroffene Gegner. Er findet immer seinen Weg zu dir zurück. Cool. Wie gut kann man den so werfen? Ah ja, der geht also auch mit dem Rhythmus. Sehr interessant. Gut. Begeben wir uns mal wieder zum Haus zurück. Ah, das nervt mich immer, wenn hier wieder was los ist. So, tschüss.
Gut, dann sind wir soweit. Denke ich mit der Aufnahme durch. Ich muss noch Mario Maker aufnehmen. Ja, das ist mein Haus. Echt krass. Ach, wir haben gerade Itemsicht. Okay. Muss mal gucken, ob wir da noch mehr so Bossräume haben. Das ist gar nicht so einfach aus der... Guck mal, hier ist noch so einer. Okay, die müssen wir echt abgrasen, quasi. Ah, das ist da links davon jetzt, ne? Das ist auch beim Schloss dann. Okay, da waren wir halt noch nicht. Deswegen, der ist zwar grün, weil wir den großen Raum hatten, aber wir waren da noch nicht richtig. Den habe ich jetzt ausgelassen. Mist, da muss ich von oben runter. Okay. Da ist nichts weiter. Haben wir hier irgendwelche Bosse? Nein. Da ist einer. Den haben wir ausgelassen. Okay, den machen wir schnell noch. Entschuldigung, den machen wir schnell noch. Den will ich haben. Da waren wir schon, da komme ich sofort hin. Aber wo ist denn der? Hä? Hä? Ja, das war ja dumm. Lass das mal. Komm halt her! Pflaume. Aber hier in der Höhle waren wir doch drin. Ja, da war der Leune. Den habe ich doch besiegt. Jetzt bin ich verwirrt. Den Leune hier habe ich doch besiegt. Hey, der ist auch gar kein Toten. Hä, war da nicht gerade ein Totenkopf-Symbol? Habe ich mich verguckt? War da nicht gerade noch ein Totenkopf-Symbol? Bin ich jetzt schon komplett blind? Ne, da ist kein Totenkopf-Symbol. Hä? Ich hab gerade gedacht, ich habe da eins gesehen. Okay, das ist der Moment, die Aufnahme zu beenden. Danke fürs Zuschauen. Aber ich sehe hier noch ganz viele, hier überall. Und die alle bringen dann ein Item oder so. Oder zumindest was Brauchbares. Das heißt, so werden wir das hier relativ schnell wahrscheinlich füllen. Sick. Gut, danke fürs Zuschauen und tschüss.